du da bist. Heute geht's rund. Wir plündern die Küche. Geh mal in eure Küche und suche dir vier schöne Sachen. Ein Topf, ein Glas oder nee, vielleicht doch kein Glas, eine Plastiktasse. Schau mal, was du findest und ein Schlegel, zum Beispiel ein Holzlöffel. Und dann bauen wir uns ein Küchenschlagzeug. Drück mal auf die Stopptaste. Daniela und Max der Rabe, wir warten auf dich. Kri-kri-kra, kri-kri-kra, ich will auch nach Afrika. Kri-kri-kra, kri-kri-kra, ich will auch nach Afrika. Max ist endlich im Süden angekommen und freut sich, all seine Freunde wiederzutreffen. Und wer das ist, passt mal auf. Der... Der Elefant. Der Affe und die kleine Maus. Unter der Sonne Afrikas, da sind sie zu Haus. Der Elefant. Der Löwe. Wow. Das Krokodil. Schnapp, schnapp.
der Affe. Und die kleine Maus. Claudia, du hast so wunderschöne Instrumente da dir ausgesucht. Kannst du mir noch mal den Elefanten spielen und mir sagen, was das ist? Das ist eine Gartenschlauchtrompete. Ich glaube, der Elefant hat Husten. Und mit was hast du den Löwen gespielt? Das ist ein Becken. Und wie hat das Krokodil Schnapp-Schnapp gemacht? Mit einer Kastagnette. Das kenne ich. Das ist eine Rassel, oder? Ja, kann man auch sagen. Und Maracas. Und die kleine Maus. Die fand ich sehr schön. Ja, eine Sansula. Vielleicht findet ihr zu Hause auch ein paar Instrumente, die so ähnlich klingen, oder überlegt euch was anderes und erzählt euch die Geschichte mit Instrumenten. Lasst uns ein Spiel zusammen machen. Claudia und Robert spielen uns eine wunderschöne Musik vor, zu der dürft ihr euch ganz frei im Raum bewegen, wie ihr das möchtet. Aber wenn sie stoppt, müsst ihr stehen bleiben. Und spitzt eure Ohren und passt gut auf, welches Tier uns Claudia vorspielt. Los geht's! Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss, Kinder!